Danke, Schätzchen. Hey, Schätzchen. Warum gehst du nicht draußen spielen? Ich rufe, wenn es Essen gibt. Jody, wo willst du denn hin? Da geht's nicht in den Garten. Ich gehe ja schon. Toll, jetzt ist es langweilig und ich friere. Dir ist das egal, oder, Aiden? Dir ist nie kalt. Schubst du mich an, Aiden? Dann halt nicht. Es macht eh keinen Spaß. Komm schon, los auf ihn! Los, zeig dich, Dummi! Da hinten! Hey! Erwischt! Au! Ich glaube, jetzt haben wir doch noch Spaß. Das wirst du bereuen, Fiesling! Das! Okay, ich weiß, wir sollen hier bleiben. Los, wir spielen 5 Minuten, dann kommen wir wieder. Mama merkt das gar nicht. Helfen, Aiden. Erwischt! Aiden, du bist der Beste. Hey, Jody, willst du mitspielen? Komm, mach schnell, versteck dich. Du wirst sonst eingesalbt. Hey, du kriegst mich nicht! Ich geb auf, okay? Ich schwör's dir! Au! Nimm das! Stopp! Schluss damit! Au! Komm schon, los! Hey, das ging... Er versteckt sich da hinten. Au! Kommt ihr da? Alle auf mich! Er ist da drüben! Du bist tot, kleiner Wicht! Ich hab dich! Nein, lass mich gehen! Nein, stopp!
Habt ihr das gesehen? Sie wollte mich umbringen. Habt ihr gesehen, was sie gemacht Jody. Hat? Sie ist eine Hexe. Eine fiese, doofe Hexe. Was ist hier los? Sie ist eine Hexe. Ich schwör's euch. Jody Holmes ist eine Hexe. Komm mit, komm mit. Wir gehen heim. Komm, komm mit. Geh jetzt ins Haus. Was ist los? Warum warst du auf der Straße? Du weißt, dass du das nicht allein darfst. Die anderen haben gespielt. Ich wollte nur mitmachen. Was hast du mit diesem Jungen gemacht? Philipp. Ich habe gar nichts gemacht. Aiden war es. Er wollte mich nur beschützen. Er wollte... Mir reicht's jetzt wirklich mit deinen Ausreden. Jody, nein, diesmal gibt es richtig Ärger. Philipp, nee. Geh in dein Zimmer. Jetzt! Versuch zu schlafen, Schätzchen. Morgen früh sieht alles anders aus, glaub mir. Gute Nacht. Mami! Ich habe Angst vor den Monstern, Mami. Sie wollen mich holen. Schätzchen, du weißt doch, Monster gibt es nicht. Ich lasse das Licht an und die Tür auf, ja? Komm, schlaf jetzt, Süße. Anschreien, Philipp. Sie ist ein kleines Mädchen. Kleines Mädchen? Du hast gesehen, was sie kann, oder? Susan, das ist kein kleines Mädchen. Susan, das ist ein Monster. Hör sofort damit auf, so über sie zu reden. Die Dinge, die um uns passieren, sind nicht normal. Und es wird schlimmer. Herrgott, nochmal, Susan, was hält sie davon ab, uns anzugreifen? Oh, sei doch nicht albern. Susan, das Ding ist wie ein unkontrollierbares Tier. Wir haben keine Ahnung, wozu es fähig ist. Es ist ein Dämon direkt unter unserem eigenen Dach. Susan, damit ist jetzt Schluss. Und zwar jetzt sofort, bevor wir beide krank sind oder tot. Wir wollten uns um ein kleines Mädchen kümmern, Susan, aber nicht sowas. Nicht sowas. Wir brauchen keine Angst zu haben, Aiden. Wir werden jetzt einschlafen und es wird uns nichts passieren. Nicht. Tut es doch, Mami. Tut es doch.
Jodie, wach auf. Na? Was ist los? Zieh dich an. Ich erkläre es dir auf der Fahrt. Die DPR hat ein Programm zur Erforschung der anderen Seite gestartet. Die Infrawelt nennen sie es. Sie haben einen Kondensator, eine Maschine, eine Kluft ins Jenseits öffnet. Sie haben ein Portal geöffnet? Zu Aidens Welt? Letzte Nacht ist was passiert. Existenzen kamen durch die Kluft und der Kondensator ließ sich nicht runterfahren. Alle im Gebäude wurden getötet. Keins der Rettungsteams kam zurück. Sie wollen, dass du ihnen hilfst und ich sagte ihnen, dass du ja noch ein Kind bist und es ist viel zu gefährlich. Aber sie wissen, dass nur du mit dem fertig wirst, was jenseits dieser Kluft liegt. Weiterfahren! Jodie, wenn du es nicht machen willst, dann sag's. Und wir fahren zurück. Das ist okay. Ich tu's. Was denkst du dir? Du verstehst das nicht. Sie ist die Einzige, die das beenden kann. Gibt es irgendwelche Informationen von Alan? Verzeihung, Sie können hier nicht durch. Sie kann durch. Oh, Entschuldigung. Wirklich? Das ist ein Albtraum. Das ist kein Sinn. Wieder auf jeden Fall. Was ist das bloß? Wie sieht sie aus? Sie verheimlicht uns etwas. Dieser Stahl. Das ist unmöglich einzugehen. Der Kondensator ist ganz unten im Gebäude. Du musst diesen Kontrollraum finden. Das ist alles, was sie mir sagen konnten. Die Existenzen um die Kluft, sie sind nicht wie Aiden. Sie sind aus den Tiefen der anderen Seite und wir wissen fast nichts über sie. Ich lebe mit einer Existenz, über die ich nichts weiß, schon seit ich geboren bin. Ich schaff das. Keine Sorge, ich habe nicht vor zu sterben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Aiden. Aber ich hab Schiss. Kannst du da was tun, Aiden?